Herzlich willkommen bei Dynamic Food. Wir haben heute hier Rosenkohl, alte Brötchen, Speck, Salz-Thymian-Mischung und Milch. Was wird daraus gemacht? Wir kochen nämlich genau das Gericht meiner Frau nach, was sie nämlich richtig gerne liebt. Das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten für ihre Familie in Chile gekocht und diesmal koche ich es hier in Deutschland für sie einfach mal so frei Schnauze, weil sie einfach gerne Serviettenknödel isst. Also, viel Spaß beim Video. So, als erstes machen wir unsere Semmel. Ich habe hier Brötchen und Brot. Ich finde, das Aroma von zwei verschiedenen Sachen ist halt ganz anders. Wir haben eine schöne Farbe nachher durch dem hier noch. Was machen wir jetzt damit? Wir nehmen erstmal eine Schale. So. Ich schneide das einfach. Erstmal so, irgendwie so dünn wie es geht. So, unsere Pfanne ist heiß. Ich gebe hier schon mal den Schinken dazu. So, ein bisschen lassen wir zurück. Einfach anbraten lassen. Ein paar Sekunden und das war's. So, unser Schinken hat Aroma gesetzt. Wir haben richtig schön fein gewürfelte Zwiebeln, die kommen hier dazu. Dann ist nochmal Butter. Ungefähr 60 Gramm. Wenn das alles geschmolzen ist, gieße ich nochmal 300 ml Milch drauf, lasse das kurz einmal aufkochen und dann geht's weiter. So, dann geht's weiter mit zwei Eiern. Ich mach jetzt erstmal hier rein. Ups. So, von meinem Chefkoch ein Geheimtrick, ein Eigelb, also drei Eier, aber zwei komplett und eins nur das Eigelb. Das gibt dem Ganzen nachher einen schönen Gelbstich. Jetzt kommt hier unsere Gewürzmischung rein. Ja. Gabel nehmen wir. So, dann habe ich hier auch unsere Pfanne. Die heiße Milch mit der Butter und dem Speck und den Zwiebeln. Kaffee hier drauf. Jetzt noch nicht das Eigelb rein tun und das Ei, weil es einfach viel zu heiß ist. Dann wird wahrscheinlich sofort stocken. Ich stelle die Pfanne drauf und jetzt lassen wir es erstmal 20 Minuten so stehen. In der Zeit steige ich einmal ganz kurz noch über den Rosenkohl zubereitet. Es soll Leute geben, die wissen das noch nicht. Das geht ganz einfach, ich zeige euch das an einem einzigen. Ich habe hier den Rosenkohl, schneide ich ungefähr so viel. So. Schneide ich einfach ab. Jetzt kann ich die äußeren, nicht so schönen Blätter, kann ich abmachen, einfacher dadurch. Die sind ganz fest gepresst, deswegen keine Sorge, da kann man das einfach abziehen, da fallen die anderen gar nicht ab. So, das war's schon. Jetzt habe ich den. Und damit der auch richtig schön durchgart, macht man das einmal jetzt so. Bis zur Hälfte. Rein. Ich weiß nicht, sieht man das? So. Bis zur Hälfte. Und dann einmal drehen. Und dann wie so ein X. Nochmal bis zur Hälfte. Und jetzt hat man hier eine kleine Öffnung. Und dann kann das schön garen. Ja, das mache ich jetzt mit den restlichen und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Unsere Pfanne kommt zur Seite. Unser Teig. Lässt sich gut manchen. Kipp unser Eigelb dazu mit den Gewürzen. Und jetzt lassen wir es nochmal schön durchkneten. Salz. Schuss Pfeffer und getrocknete Petersilie. Ungefähr ja, zwei richtig große volle Esslöffel. Und wieder kneten. Ein paar harte Stückchen. Die lassen wir ungefähr ja, 10-15 Minuten jetzt ziehen. Und dann wird das gleich noch richtig schön cremiger. Immer probieren.
Wenn es nicht zu salzig ist, nehmen wir jetzt hier so einen Beutel. Pack das nach ganz unten. So. Einmal kurz die Hand sauber machen noch hier. So, meine Freunde. Ich habe hier den Beutel. Ungefähr so mache ich das. Ich wickel den nochmal so ein. Aber es muss richtig fest sein. Es darf nicht so viel Luft im Schlauch drin sein hier. Und den wickeln wir nachher einfach noch einmal so drum hier. Da oben machen wir eine schöne Schlaufe rein. Alufolie. Also jeder hat da seine eigene Technik. Ich mache halt die einfachste Methode für die Leute, die es nicht halt zu Hause haben, die Sachen. Unser Baby ist hier drinnen. Da. So kommt das jetzt ungefähr für 20 bis 25 Minuten ins Wasser. Kochendes Wasser. Ungefähr so sieht das dann aus, wenn es am Kochen ist. Die Alufolie löst sich leider ein bisschen schon. Ich habe leider einen sehr kleinen Kopf. Ich habe zwei Rollen da jetzt drin auf engstem Raum und ja, das wird schon klappen. So, die sind jetzt fertig. Nummer 1. Nummer 2. Das Wasser ist knallheiß. Wir haben vom Rosenkohl, den wir hier noch gewaschen haben, gib mal das Wasser ein bisschen hiervon rein. Und lassen das nochmal aufkochen, das Wasser. Wir tun da jetzt ein bisschen Brühe rein. So. Ich habe hier so zwei solche Maggi-Brühwürfel. Hier haben wir den. Schön fein auszupacken hier. Einmal. Und hier, das hat alles super geklappt. Kann man immer noch mal verwenden, die passiert nichts. Vor allem, die sind zum Einfrieren und für alles andere auch geeignet. Auskippen. Heiße die Dinger auf jeden Fall. Die lassen wir jetzt einmal auskühlen. Wenn wir die jetzt sofort schneiden, dann bröckeln die auseinander. Wir schneiden die in Scheiben und dann braten wir die gleich nochmal an. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, ja? So. Immer so ein 2-3 cm. Einfach in solche Scheiben schneiden. Hier kommt unser Wasser. Da kommt unser Rosenkohl jetzt ein. Den lassen wir etwa 5 Minuten da drin jetzt. Deckel drauf. 5 Minuten blanchieren lassen, dann wieder ins kalte Wasser. So, unser Rosenkohl ist blanchiert, abgekühlt und jetzt in unserem Speckfond hier. Lassen wir alles schön einmal durchziehen noch. Noch mal ein bisschen Butter dazu getan. So, nicht abschrecken. Die Pfanne ist nicht dreckig, da sind nur noch die Reste drin vom Rosenkohl. Wir packen jetzt unsere Knödel in die heiße Pfanne. Einen schönen Ring machen wir. Ja, von jeder Seite ungefähr eine Minute und dann einfach drehen und dann nochmal anbraten und das war's. Und dann kann man essen. So, ich habe hier meinen Teller. Da positioniere ich jetzt 4 solche leckeren Serviettenknödel angebraten. Mit Löffel arbeiten, dass wir die Pfanne nicht zerkratzen. Das ist unser Rosenkohl. Den positioniere ich jetzt hier in der Mitte. Das Auge ist mit. Immer dran denken. Das ist mein Essen. Ich werde das jetzt mit meiner Frau probieren. Wir gucken den Gefangenen von Azkaban. Ich freue mich schon. Einen schönen Film bei dem schönen kalten Wetter und dazu etwas Leckeres. Leckeres für die Seele. Hier noch ein letzter Blick fürs Foto.